Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit The Colonists. Weiter geht's, weiter geht's. Wir sind am Bauen. Alles muss erstmal kommen. Wir können auch schneller machen, oder? Ah. Aber wir haben immer noch Stau, das ist ein Problem. Und ich muss mal, glaube ich, die Band Resources wieder rausnehmen, was ich gemacht habe letzte Folge. Weil sonst geht gar nichts mehr voran. Aber dann machen wir es nur noch schlimmer. Construction Blacksmith complete. Und der Furnace auch. Kohle haben wir gar nicht. Ach, Kohle haben wir gar nicht. Stimmt. Ah, komm, er macht direkt den Baum weg. Du bist der beste Roboter. Er kriegt direkt eine Förderung, weil der musste weg. Sonst können wir nämlich hier nicht unser Türmchen bauen. Mal so. Und Fischi können wir jetzt auch machen. So, können wir vielleicht zwei bauen? Jo, sehr gut. Können wir denen auch sagen, wo die überall angeln sollen? Nee, denn die machen einfach alles. Das lobe ich mir. So muss das sein. So. Okay, es wird viel gebaut. Wir haben viel Bretter. Guck mal, hier ist aber auch echt viel jetzt abgeholzt. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen noch einen, wir brauchen noch so einen Forest Tree. Und hier einen. Ich guck nur mal nach, wo ich das überall gemacht habe. So, und der macht hier. Wie sie alle am Roden sind. Sehr gut, los, los! Weg mit den Wäldern, die brauchen wir nicht. Dann brauchen wir bald mehr Häuser. Hier ist Clay. Fischis. Construction Watcher, Fishing Hut, Fishing Hut. Sehr gut. Weil Essen wird hier ein bisschen gut produziert, aber wie gesagt, es geht alles flöten. Alles wird gebraucht. Überall. So, jetzt brauchen wir hier auch ein Häuschen. So. So. Kann nie genug davon haben. Und der ist nicht unterwegs. Ach doch, er macht Setzlinge. Er züchtet ja Setzlinge. Und dann fährt er los. So, ah, das haben wir. Hier müssen wir nämlich jetzt mal voranmachen. Da habe ich nämlich meine alte Hütte abgerissen. Guck mal, hier kann ich gar nicht hin. Warum auch immer. In der alten Hütte oder was? Ganz komisch. Okay. Okay, sehr gut. Tut mir leid, ich habe gerade Gehirn verabschiedet. So, jetzt können wir hier eine Abkürzung bauen. Ich hoffe, das geht hier. Guck mal, das geht nämlich gar nicht mehr. Wie können wir den Boden irgendwie... Ach, egal. Es ist zu retten. Aber hier haben wir einen Durchgang, guck mal. Aber ich warte lieber, bis das ganz weg ist, sonst sollen sie halt hier oben lang schippern. Mir egal. Und dann brauchen wir irgendwann noch eine Kohlemine. Wir können aber auch hier lang gehen. Hier ist Wüste. Hier ist Underground Deposit Iron Ore noch mehr. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Schäfchenfleisch. Schäfchenfleisch! Das sieht ja eigentlich hier oben ganz gut aus mit Fleisch, aber es kommt hier gar nicht an. Doch, jetzt kommt's an. Jetzt haben wir noch Fisch. Watchtower finished. Jetzt kommt der kleine Wachbot. Nette. Und hier fehlt natürlich Zeug. Da wird geangelt. Sehr gut. Läuft, läuft. Ich habe mal ein bisschen schneller jetzt halt, weil ich will auch mal mit dem Territory... Coal Deposit Within Sight. Da oben. Das ist natürlich gut. Dann wissen wir, wo wir hinwollen. Dann machen wir mal hier. Hier. Ich muss mal gucken wegen Upgrades.
Scheiße, da habe ich nicht nachgedacht. Und zwar machen wir so. So. Research. Dann machen wir mal bei Military. Wir können gar nicht bessere Türme setzen, oder? Repair, Arrows, Cannons. Level 1 Workshop. Was macht denn die Printing Press? Können wir mal Construction Speed. Haben wir wenigstens irgendwas da gemacht? Guck mal, läuft. Holz haben wir eingelagert. Sehr gut. Das läuft auch. Sehr gut. Und die können weg. Danke für die Holzproduktion, Männer. Ihr seid die Besten gewesen. Und jetzt seid ihr weg. Guck mal, wie schnell sie in den Wald gerodet haben. Super, oder? Jetzt sind wir gleich hier durch. Dann haben wir das auch freigesetzt. Und ich würde gerne eine Infinite Coal Mine finden. Oder Stein. Wie gesagt, wir sind tot, wenn wir keine Steinmine finden. Obwohl das ja produziert wird tatsächlich hier. Ich glaube, über gewisse Zeit. Ist das definitiv möglich? Okay, wird vorbereitet. Aber wir brauchen allen einfach unendlich davon. Guck mal, jetzt Alkohol. Jetzt aber Alkohol langsam aber sicher doch am Aufbrauchen. Hier können wir auch mal upgraden. Nein, ich will nicht abreißen, ich will upgraden. Start Upgrade. James Watchtower is now occupied. Clay deposit can now be mined. Hier, unendlich Clay. Oh, davon habe ich doch gerade gesprochen. Und das hier ist Iron Ore. Wir brauchen aber noch unendlich Kohle. Deswegen gehen wir direkt weiter. Weiter. Und hier auch. Wir hier so. Das ist auch blöd. Mache ich lieber so. Und dann gleich noch hier unten ein. Und dann ist das nämlich komplett frei. Anstatt dass wir da zwei Türme hinsetzen müssen. Ach, scheiße. Wie gesagt, es mit den Straßen setzen. Ich gebe mir da gar nicht mehr Mühe, weil es mich ein bisschen stört. Dass ich die nicht so setzen kann, wie ich will, oft. Und dann habe ich jetzt Krieg mit denen. So, Kohle können wir abbauen. Surface Mine, was soll's. Geschenken-Gaul schubt man nicht ins Maul, auch wenn ich jetzt gerne lieber nur Minenschächte hätte. So. Und dann wollen wir hier auch direkt... Eigentlich brauche ich eine Eisenbahn. Ja? Track Shaft Mine. Kohle. So, hier ist Clay. So, pass auf, das machen wir direkt auch. Research complete. Construction speed, bla bla. Okay, dann machen wir mal noch einen weiter. Und zwar... Mining, Mining 2. Mining speed. Mining speed ist doch auch gut. So. Jetzt brauchen wir hier Shaft Mine. Shaft. Noch Fragen? Können aber hier keine Tracks dran bauen, oder? Zack, es ist ein Piece of Track from Start. Okay. Also, wahrscheinlich vom Bahnhof. Aber sowas... Ich muss mal gucken jetzt gleich. Aber erstmal... Hier dingseln. So, und dann müssen wir noch den Clay Brick Ofen. Und ich muss hier durchbauen. Das geht auch schon. Guck mal, das können wir nämlich jetzt mal machen. Dann haben wir hier nämlich mal eine Verbindung. Dann geht alles ein bisschen schneller. Und da ist der Turm. So, jetzt machen wir nämlich hier unten noch einen Turm hin. Dann sind wir da auch durch. So. Tada! So, und hier haben wir noch Underground Iron Ore. Das kann erstmal wegbleiben. So, hier kommt jetzt hin Change Resource. Ach, scheiße. Also upgraden.
Ich weiß gar nicht, ob ich Kohle auch schon damit upgraden kann. Wir haben da irgendwie... Ne, Quarz ging nicht. Aber es ging nicht. Guck mal, hier ist Gold. Gold und Geld. Geld und Gold. Dann können wir auch hier lang. So, hier wird Kohle. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und das wird noch gebaut. Das wird immer schnell fertig, Gott sei Dank. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mit der Eisenbahn... Ich habe gar keinen Platz dafür. Man macht mehrere Dörfer oder so. Billy Storage Yard has finished constructing. Constructing. Chef Mine. Noch Fragen? Clay. So, das ist bald auch fertig. Da haben wir eine Verbindung. So, wir müssen eigentlich noch hier runter. Also müssen wir noch eins hier hinbauen. So. So. Territory gained. So, jetzt haben wir endlich mal... So. Das ist auch eine Verbindung. Was ist denn mit unserem Brick Road Layer Typ? Ist immer noch beschäftigt. Ich glaube, er hat genug zu tun, aber wir haben auch nicht mehr genug Steine. Das ist immer noch ein Problem, meine lieben Damen und Herren, bei Haltema HD. Wir haben keinen Stein. Und Stein brauchen wir. Sonst kommen wir irgendwann gar nicht mehr voran. Das reimt sich sogar. Dann kommen wir irgendwann gar nicht voran. Deswegen wollen wir jetzt nur noch Wachtürmchen und suchen nach Steinchen. Wachtürmchen und Steinchen. Rubble. Rubbel und weg damit. 28 Steinchen. Aber hier ist ganz viel. Und ich glaube, das ist die ganze Karte, oder? Oder ein Teil der Karte, weil ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen tatsächlich auch übersetzen. Aber ich würde gerne wissen, wie wir das machen. Da gibt es so ein Außenpostenschiff wie bei Siedler. Das war auch ziemlich cool. Wie bei Siedler. Bei Siedler, bei Siedler und bei Siedler. Bei Siedler, bei Siedler. Was ist denn hier? Fletcher. Ach, der Bögen oder was, ne? Roboter mit Bögen. Wir haben hier Batterien, aber wir haben immer noch Schwerter und... Das sieht eher... Also, ich weiß nicht. Ich habe mal gedacht, eventuell... Ich meine, das Spiel hat ja alles, ja? Aber warum nicht alles mit so kleinen, quadratischen Robotern machen? Dann spart man sich die Animation von hübschen Männchen. Und, anstatt Häuser produzieren die Batterien. Fertig. Das ist unser Spiel. Und mehr muss man gar nicht mehr ändern. Weil man könnte alles mit Humanoiden austauschen oder... Menschen oder so. Und eine Rakete. Und kummige Punkte hier. Ist ja eine gute Idee. Ich meine, es ist schon gut. Das Spiel hätte aber irgendwie Robo-Kolonists heißen müssen oder so. Aber gut, was soll's. Sollen ja auch eher als Spezies dargestellt werden. Expedition. Guck hier. Collect Resources. Aber dafür brauchen wir Stone. Oh, cool. Das ist ja schon cool. Research completed. Nein, das geht auch nicht mehr. Agriculture. Nein, dafür brauchen wir auch das. Da auch. Boats. Warning, 20 stone left. Expand your territory to find more. No shit. Ja, ja, 19, 18. Sind wir dann tot? Oder was? Ja, ich kann es nicht ändern. Scheiße. Habe ich dann verloren? Stone deposit inside. Wo denn? Da! Underground deposit. Trägt noch ein Dingens. Es wird ja auch Stone produziert, glaube ich, wie gesagt, vom Raumschiff. Aber nur ganz wenig. Baut meine Kleinen los. Seid eifrig. Wird jetzt schon hier Kohle abgeerntet, damit ich... Ach ja. Ich hab's vergessen.
Cole, los geht's, arbeite. Was soll ich abhören? Ich weiß nicht ganz genau. Wie wär's mit dem Kohleauf hinter deinem Haus, du Lappen? Blöden Roboter. Keine Ahnung. 12 Stone, 13 Stone. Es wird schon ein bisschen nachproduziert von der Rakete, so ist nicht. Ich zeig euch das mal. Export PS Generated Colony First Coal. Ich bin stolz. Hier müsste das rauskommen. Oder im Raumschiff. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Guck, 13. Irgendwo kommt ja immer wieder noch ein neuer Stein her. 12. Oder ist das, was abgeerntet wird? Oh Mann, das wird echt knapp, ne? Los! Los! Baut es! Schneller! Dann schäft man rein und hier ist Gold. Das ist Gold, ist egal. Wir brauchen Steine. Aber wie gesagt. Es muss. Iron Ore, Gold Deposit. Es läuft ja gut hier. Wir haben ja alles in Infinite, nur Kohle nicht. Und dafür müssten wir wahrscheinlich vielleicht, ne? So, jetzt warten wir auf den. Tools created. Woo! Stranded the colony's first tools. Okay, das funktioniert auch immerhin. Bau Werkzeuge, mein kleiner Freund. Bau sie. 9 Stone left. Da kommt er. Der kleine Wabbelbot. Hoffentlich reicht das. Wenn nicht, dann müsste hier noch ein Turm hin. Nein! Gott, no, please. So, hier hin. Los. Baut meine kleinen Sklaven. Los, 7 Stone. Ich weiß halt nicht, was passiert. Es ist wahrscheinlich nur ein Hilferuf vom Spiel, dass wir das tun sollen. Ups. Liefern die denn mal alles direkt, oder? Ja, schon, ne? Guck. Alles unterwegs. Ich will mal gucken, wie die hier arbeiten. Workshop available. You have one idle workshop. Ja, aber wir warten damit, bis wir jetzt die Kohleproduktion haben. 4 Steine left. Kann er nicht sein Holz selber holen? Oh, du weißt. Roboter. Wie auch immer er es schafft, das fertig zu bauen. Ich meine, ist klar bei so Spielen, dass die nur einen Hammer auf den Boden hauen, aber er haut einfach in die Luft. So, komm schon. Ist das fertig? Müssen wir auf den Schwabbel warten. Schwabbelbotter. Und dann können wir endlich den Stone Deposit bauen. Okay. Akku ist genug da. Hier ist kein Stau mehr. Hier gibt es keinen Stein mehr. 3 Stone left. Ich glaube, es bleibt immer bei 3 Stone. Wie gesagt, ich glaube. Da ist er. Oh, mein Gott, Walter. Oh, diese Erfüllung. So, dann los. Mach es fertig und dann kommt hier nochmal so ein Riesenlager hin. Für Steine. Stein? Ne. Zwei. Können wir auch hier direkt schon machen. Guck. Wer brauchst du denn? Ich glaube, es ist direkt aktiv, ne? Braucht nur Batterien. Guck. Interessant. Dass es gar nichts braucht. Wenigstens ein bisschen Holz wäre doch okay gewesen. Jetzt haben wir nämlich gar keine Steine mehr. Aber er warnt einen nicht mehr jetzt davor. Doch, es muss irgendwas gebaut werden.
Planken. Okay, ist kein Problem. Ich glaube, davon hat mir mehr als genug. Oh, guck mal. Wald. Genauso muss das aussehen. Entweder zu wenig Batterien oder was ist los? Nee, zu viel Holz. Ach, genauso muss das sein. So, dann kommt der Stein hier weg. Dann kommt nämlich hier das Level 2 Batterienzeug rein. Und hier kommen die raus. Wenn ich sonst gucke, staunt sich über die Batterien. Und die kommen jetzt auch weg hier. Sehr gut. Können wir nämlich irgendwas anderes dahin machen? Aber ich glaube, Batterien reicht erstmal. Guck, die werden eingelagert. Das geht alles gut. Wunderbar. Boah, hier. Mehr Umweltverschmutzung. Los, verschmutzt euren eigenen Planeten. Ihr Robitrons. Ist fertig, ne? Jetzt brauchst du noch Batterien. Hast du auch. Ist schon am Arbeiten. 4,4. Aber Upgraden ist auch noch nicht drin. Aber wir haben auch Mining Speed schon erhöht, glaube ich. So. Military. Armor Repair. Wie gesagt, das ist ja noch... Increase Repair Speed 20%. Arrows. Reduce Damage dealt by Military Buildings. Unlocks Arrows by the Fletcher firing Arrows from the Watchtowers. Komm, das machen wir mal an. Was soll's? Unsere Tower mal mit besseren... Ach, jetzt kommt der erst. Der Minenbot. Ach, guck mal, der Wagen fährt... Fährt nur davor. Gut, das ist jetzt aber nur eine Notlösung. So viel, ich weiß nicht, ob das genug ist, was da rauskommt. An, guck, wir haben auch Quarz. Underground Deposit. Und dann müssen wir jetzt erstmal warten, dass die Steine kommen. Dass das läuft. Und dann muss die Expedition vorbereiten. Mit dem Gold können wir erstmal warten. Jetzt muss er auch wieder Batterien bekommen. Das ist halt ein ziemlicher Hackmack. Das dauert, bis der überhaupt seine Batterien bekommt. Deswegen müssen wir vielleicht mal hier ein Batterien-Storchen machen. Aber eigentlich, ja, es dauert zu lange, bis er die hat. Pass auf, wir machen hier Batterien-Storchen. Anders geht's ja gar nicht. Nein! So. So. Und so. Perfekt. Na gut, ja. Nächster Schritt wäre eine Expedition und Eisenbahn bauen. Das ist so mein Goal. Wenigstens eine Teststrecke. Ja? Leute, das war's von mir von The Colonists. Und bis dahin, haut rein.